Wunderbar. Vielen Dank für die Eröffnung. Das sieht sehr gemütlich aus da hinten. Ich beneide Sie um den Sessel. So richtig chefmäßig. Also ich spreche zu Ihnen, aber ich spreche auch zu allen anderen. Okay. Und wir spielen jetzt Reise nach Jerusalem. Ja. Wir machen dann nachher noch eine kleine Feedback-Übung. Okay. Ja, wo fange ich denn eigentlich an? Coaching und seine Wurzeln. Wie kommt es dazu, dass man so ein Buch schreibt? Vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Ich bin ursprünglich Ingenieur, habe dann angefangen meine Karriere in der Unternehmensberatung, war bei Accenture 5 Jahre und bin dann in die Industrie gegangen, war bei Bombardier Transportation zuständig für ein großes Veränderungsprojekt über 5 Jahre und habe dort das Thema Coaching für mich kennengelernt, erstmal als Klient sozusagen aus der Management-Schiene. Und bin dann, das war sehr politisch sehr, sehr interessant, franco-kanadischer Konzern, in 5 Jahren 6 CIOs kommen und gehen sehen, die alle wissen wollten, was man da so tut mit dem vielen Geld und also extrem politische Umgebung und das war sehr hilfreich an der Stelle für mich, das Thema Coaching kennenzulernen. Also ich nähere mich von der Ecke und bin dann irgendwann rausgegangen und habe überlegt, okay, was will ich jetzt eigentlich machen? Und da habe ich da zum ersten Mal mit dem Thema Coaching selber beschäftigt. Ich habe dann 2006 angefangen, Ausbildungen zu machen zu dem Thema. Habe dann nochmal einen Exkurs gemacht in die Beratungswelt. War bei Dell der europäische Beratungsleiter. Und ja, also habe dort auch versucht, das Thema Coaching in der Organisation zu verankern. Also das heißt, ich habe verschiedene Berührungspunkte damit durchlaufen. Und irgendwann kam ich so weit zu sagen, okay, das hier hat alles keinen, das passt nicht zu mir. Ich möchte das wirklich professionalisieren und habe mich dann entschlossen, mich Leadership Choices anzuschließen, da komme ich gleich noch zu. Und habe überlegt, okay, ich bin sozusagen ausgebildeter Ingenieur, das wollte ich eigentlich machen, um eine Karriere darauf aufzusetzen. Ich habe dann noch ein MBA gemacht und alles. Jetzt bin ich Coach und habe irgendwie eine 21-tägige Ausbildung, das fühlt sich nicht gut an. Das scheint nicht zu passen. Was kann man denn da tun? Und habe dann gedacht, okay, was ist sozusagen Psychologiestudium schied aus wegen finanzieller Rahmenbedingungen. Dann war sozusagen der kleinstmögliche Kompromiss ein Heilpraktiker für Psychotherapie. Und sodass ich jetzt insgesamt 4 Coaching-Ausbildungen gemacht habe und den Heilpraktiker für Psychotherapie, inklusive einem klinischen Praktikum in der Burnout-Klinik. Und das war so die Idee, das ist ja interessant. Es gibt eine Welt Coaching, die denkt was über Therapeuten und es gibt eine Welt Therapeuten, die denkt was über Coaching und es hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Ja? Und, aber gleichzeitig basieren sie auf denselben Wurzeln und ignorieren sich quasi vollständig oder leben von Vorurteilen. Wie kann das sein und muss das unbedingt so sein? Und da kam so die Idee und ich bin nicht Psychologe, das heißt, ich habe mir viele Dinge erschlossen, die für vielleicht sind einige Psychologinnen oder Psychologen hier anwesend, die für sie alter Kaffee oder kalter Kaffee sind, wo sie sagen, ja gut, habe ich schon 1000 Jahre lang gehört. Wenn man sozusagen aus der Ingenieurwelt kommt, ist das ein anderer Zugang dazu. Ja? Das heißt, ich habe mir das auf diesem Wege erarbeitet und jetzt kann man ja Bücher aus verschiedenen Gründen schreiben. Eine Möglichkeit, ein Buch zu schreiben, ist, weil man was lernen will. Und dazu gehöre ich. Also ich neige dazu, Bücher zu schreiben, wenn ich was wirklich verstehen will. Und so kam Coaching und seine Wurzeln zustande. Das ist also die Idee. Und angefangen hat das Ganze, wo gibt es eigentlich gemeinsame Gemeinsamkeiten? Also wo gibt es gemeinsame Wurzeln, wo gibt es gemeinsame Ursprünge? Und was gibt es da zu wissen? Also was, wenn ein, also meine erste Coaching-Ausbildung zum Beispiel war eine NLP-Ausbildung. So, und NLP fand ich irgendwie spannend, weil es funktioniert, aber auch frustrierend, weil ich nie verstanden habe, warum es funktioniert und in welchem Kontext es funktioniert und wer es eigentlich ausgedacht und warum. Und das Wertegerüst dahinter hat mir gefehlt. Also es war irgendwie so, hier hast du ein Tool, mach was damit, aber überhaupt nicht eingebettet in irgendeinen Kontext. Und das war mir nicht behaglich. Und dann habe ich immer rumgebohrt und irgendwann dachte ich so, jetzt kannst du es auch gleich richtig machen und dann schreibst du eben dieses Buch. Und in diesem Buch habe ich verschiedene Interventionen, also um die 50, mir angeschaut, wo kommen die Wurzeln mäßig her und habe versucht, diese Wurzeln zu beschreiben. Und das sind dann auf 600 Seiten irgendwie 20 Denkschulen der Psychotherapie und 50 Interventionen und 120 Porträts über prägende Persönlichkeiten. Also, wir hatten aber einen Teil, war nur 49. Ja, genau, 9 war der erste Teil, dann machen wir das. Dann gibt es Decken. Genau.
An Ihrer Stelle wäre ich auch jetzt ein bisschen risikobewusst, aber keine Sorge, ich habe das Ganze sehr stark eingedampft, was nicht leicht ist. So, also das ist so, das ist so das Big Picture von den ganzen Dingen, in das ist das Ganze eingebettet. Genau, zu allem anderen können wir was machen, das ist jetzt ein ganzer Vortrag. Also nur, dass das nicht als Werbeveranstaltung für ein Buch missverstanden wird. Erster Beweis, ich habe kein einziges Exemplar dabei. Zweiter Beweis, hier sind zwei andere sehr gute Bücher zu dem Thema. Es gibt allerdings sehr wenig zu dem Thema. Das ist auch einer der Gründe, weswegen dieses Buch überhaupt existiert. Also The Hidden History of Coaching, Leni Wildflower kam raus nach meinem Buch, ist aber nicht abgeschrieben. Und wir haben viele gleiche Erkenntnisse. Also das hat mich zumindest schon mal sehr beruhigt. Und How Coaching Works, das ist ein Buch, wer sich da interessiert von Joseph O'Connor, das ist auch sehr leicht und luftig geschrieben, ganz anders als dieses Werk, was eher so zum Blütenpressen gedacht ist. Also das liest man nicht so abends von vorne nach hinten, sondern es ist mehr so Richtung Standardwerk, Nachschlagewerk angelegt. Ich dachte mir, vielleicht interessiert Sie, wenn er sagt, was ist Leadership, er arbeitet für Leadership Choices, was ist denn Leadership Choices, ist vielleicht nicht so bekannt. Wir haben unser Büro in Wiesbaden, allerdings erst seit letztem Jahr. Wir sind 2008 gegründet, wir sind eine Unternehmensberatung, wir verstehen uns als Unternehmensberatung mit Leidenschaft für subtile Themen. Wir sind klein, 20 Coaches, wir haben ausschließlich ehemalige internationale Manager, die auch alle ausgebildete Coaches sind und sind in 4 Ländern präsent zurzeit. Deutschland, England mit legalen Einheiten, Schweiz, Italien und Niederlande ist gerade noch im Aufbau. Und was machen wir? Wir haben 3 wesentliche Schwerpunkte. Individuals, Teams und Organization, in denen wir tätig sind und arbeiten in vielen verschiedenen Industrien. So, mehr will ich gar nicht sagen. Wenn irgendwelche Fragen dazu sind, jederzeit gerne, aber darum soll es ja heute gar nicht gehen. Okay, bevor ich loslege, würde ich Sie gerne mit einem der ersten Coaches bekannt machen. Erinnert sich jemand noch an den Namen von dem Herrn, der eine historische Person ist? Das ist George VI. Und der Mensch, der da ihn so provoziert hat und sozusagen provokatives Coaching mit ihm gemacht hat, war ein Gentleman namens Lionel Loke. Ein australischer Sprachtrainer, keine Ausbildung, also keine Coaching-Ausbildung auf jeden Fall, auch kein Diplompsychologe oder sonst irgendwas. Aber der es geschafft hatte, ihn dazu zu bringen, in einer Zeit vor dem Krieg klar sprechen zu können und das Volk sozusagen auch aufzurichten an der Stelle. Und wenn man so will, einer der ersten Coaches. Es gibt bestimmt noch welche, die noch früher waren, aber das
vielleicht immer so, wo kommt das eigentlich her und wie alt ist das eigentlich schon? Einfach mal so ein bisschen zum drüber nachdenken. Wie ist das Buch angesetzt, wenn man sich die Ausbreitung einer Idee anschaut? Dann kann man das vergleichen mit, wie breiten sich verschiedene Merkmale von Lebewesen aus. Und das wäre dann ein Gen. Das heißt, man guckt, wo taucht ein Gen auf und dann, wo verbreitet es sich von einer Population her irgendwo weltweit. Ne? Also wo in der Evolution taucht was zum ersten Mal auf und wo kann man das dann sozusagen nachvollziehen. Das entsprechende Element auf der Seite der Ideen ist das Mem, ja, also Gen. Und Mem ist sozusagen die Idee dahinter, dass das die kleinste Einheit einer Information oder einer Idee. Das heißt, es ist sehr schwer nachzuvollziehen, lückenlos, wer hat wann was zu wem gesagt und wie kam welche Idee. Was man aber nachvollziehen kann, ist, wo kam was zum ersten Mal auf und wo war es ähnlich und wo sind dann internationale Muster entstanden. Und das ist so ein bisschen der Ansatz, den ich versucht habe hier zu machen. Und was sind die Wurzeln des Coachings? Wenn man sich mal damit auseinandersetzt, was das alles sein kann, dann merkt man, je tiefer man gräbt und je breiter man gräbt, das ist ganz schön viel. Ja? Also es gibt wirklich, Coaching ist ja ein sehr undefinierter Begriff, sehr unspezifisch. Die Definition kommt ja eigentlich jetzt erst im Rahmen der Professionalisierung unseres Berufsstands. Aber wenn man sich anschaut, wo kommt das Ganze her, es hat unglaublich viele verschiedene Wurzeln. Und wenn man sich ein bisschen mit Psychotherapie-Geschichte beschäftigt, dann merkt man, dass in der Geschichte von Therapie Entwicklung häufig über Abspaltung passiert ist. Also das heißt, es gab eine Denkschule X und dann kam irgendjemand und sagte, ah, das missfällt mir aber, aus irgendwelchen Gründen, kann inhaltlich sein, muss aber nicht inhaltlich sein, und ich mache jetzt Denkschule Y auf. Und dann gab es halt irgendwann ganz, ganz viele Denkschulen, teilweise sinnvoll, teilweise auch nur begrenzt sinnvoll. Und das ist ja irgendwie im Coaching nicht der Fall. Also kann man sich ja auch damit beschäftigen, warum ist denn das im Coaching nicht der Fall? Also erstens sind wir später gekommen, ja? Und zum Zweiten auch ist vielleicht sowas wie, dass Coaches eher praktisch orientiert sind, so im Sinne von, was funktioniert, das wende ich an, was nicht funktioniert für mich, das wende ich nicht an und daraus entsteht eine Mischung und für diese Mischung habe ich den Begriff eklektischer Kerne benutzt. Eklektisch, Eklektizismus in der Architektur ist so ein bisschen so ein verpönter Begriff, das ist kein richtiger Stil, sondern es ist quasi aus jedem Dorf ein Hund zu was Schönem zusammengebaut. Und das ist im Coaching ja auch so, wenn man sich mal anschaut, mit welchem Portfolio ist man selber so unterwegs, das ist ja nicht schulenrein häufig, sondern es ist halt von hier, von dort, was halt eben funktioniert. Und das ist so eine Besonderheit, finde ich, die man bei Coaches oder im Coaching generell zu beobachten ist. Was interessant ist, ich hatte den Vortrag jetzt schon relativ oft, was typischerweise dann irgendwann passiert, ist, dass es vehementen Widerspruch gibt. Dass irgendjemand dabei ist, der ein Problem damit hat, dass Coaching irgendwas mit Psychotherapie zu tun haben könnte. Ja? Also das ist, finde ich, auch mal wieder bemerkenswert, dass es dann Soziologie sein muss oder Anthropologie oder Philosophie. Klar hat das alles seine Wurzeln. Und alles hat irgendwo seine Nische, aber wenn man sich sozusagen mal das Gros dessen anschaut, mit dem man so unterwegs ist, dann kommt das relativ simpel raus in der Recherche. Das ist jetzt noch nicht mal eine Sondermeinung, würde ich sagen. Aber ich bin gerne offen für Diskurs, also ich lerne auch gerne heute Abend noch mehr dazu. Vielleicht eine Ergänzung, dass ja die verschiedenen Ansätze, die Sie da aufgelistet haben, ja auch wiederum aus hinzunehmen und ausprobieren und sich voneinander abgucken entstanden sind. Genau, ja. Und der Unterschied ist, dass dann halt diese Vielzahl von Ansätzen ist, während wenn man sich jetzt anschaut, wenn ich Sie jetzt frage, welcher Denkschule des Coachings gehören Sie an? Ja, dann was werden Sie sagen? Also, wenn man heute sagt, also ich bin systemisch, das ist ja nicht mehr ein Differenzierungsmerkmal. Ne? Also, wer ist denn heute bitte schön nicht systemisch? Das wäre ja schon eher originell zu sagen, das interessiert mich alles nicht. Also das heißt, es ist ja relativ eine verschiedene Form von Ausprägung, aber eine relativ große Gemeinsamkeit. Ja, und das ist so, bitte. Also ich finde das nachvollziehbar. Was mir nur fehlen würde, wäre so der Aspekt Management. Also das ist eigentlich auch eine Wurzel von Coaching. Mhm. Projektmanagement, Führung, also solche Dinge, die
je nachdem, aber durchaus im Coaching ja eine wichtige Rolle spielen. Ja, ja. Wobei ich, da würde ich die Gegenthese führen, das ist der Kontext, in dem es stattfindet. Ja, ja, auch Inhalt. Ja. Kontext. Okay, gut. Also, wir sind ja Konstruktivisten, das heißt, es kann ja nicht nur eine Wahrheit geben, ich akzeptiere Ihre, okay. Völlig in Ordnung. Ja, das finde ich interessant, weil das sind ja eigentlich, das sind ja alles Veränderungsmodelle. Mhm. Also alle Therapien haben den Ansatz, wir wollen Menschen in irgendwelchen Situationen oder Lebensgeschichten verändern. Und du sagst jetzt in Bezug auf Anwendungsfeldmanagement. Und nee, da finde ich Kontext wichtig. Aber dein Aufgabenmanagement ist letztlich auch ein Veränderungsansatz, aber für Unternehmen oder für Organisationen. Also diese Dimension, finde ich, fehlt so ein bisschen. Vielleicht wird es noch ein bisschen deutlicher gleich. Ja? Was ich interessant finde, ist, dass Sie sich dem Thema genähert haben über den praktischen Ansatz der Therapiemethoden. Ich habe mich mal im Studienzusammenhang damit auseinandergesetzt, was denn die psychologischen Erklärungsmodelle sind, wie der Mensch ist und wie der Mensch lernt. Und da fängt es nämlich, da kommen wir in die historische Entwicklung rein, wie sich das erklärt, warum welche Theorien im Raum standen, von welchen Menschenbild die ausgegangen sind und wie die auch angenommen haben, dass der Mensch lernt. Da gibt es eine historische Entwicklung, wie sich das verändert hat durch verschiedene Einflüsse. Das haben Sie jetzt nicht historisch aufgezeigt, aber Sie zeigen ja diese Ansätze, ne, die Tiefenpsychologie, die humanistische Approach, der Behaviorismus, bis hin zu den Systemikern und dann kommt halt die Neuzeit. Ne? Und in der Neuzeit hat sich das dann auf Unternehmen eingeschossen, aber entstanden ist es nicht ein Unternehmen, das ist das wahrscheinlich, was das ist. Ich denke, da gehört ja auch die Neurobiologie der letzten 30 Jahre mit rein, ne? die wir hier ja auch unter Tag. Klar, das Buch heißt nicht umsonst die Wurzeln des Coaching und nicht die Früchte des Coaching. Also es gibt natürlich noch Entwicklungen im Laufe dessen, es schon Coaching gibt. Hier geht es wirklich darum, wenn wir sagen, wir sind Coach, auf welchen Schultern stehen wir dann sozusagen. Das war die Idee dahinter. Und ja, okay. Aber wenn man da in die Literatur guckt, zum Beispiel in die typischen klassischen Lehrbücher, die so ein bisschen sich auf den Grad zwischen Psychologie und Soziologie bewegen, ist das nicht sauber aufgearbeitet. Also von daher ist das sicherlich eine Bereicherung, die sich da mal zu nähern. Ich finde das interessant, man muss wirklich von dem Begriff der Vorstellung ausgehen, auch wie stellt man sich denn vor, wie ein Mensch sich verändert, wie ein Mensch lernt. Ne? Und das ist natürlich, Sie sind jetzt am praktischen Ansatz zu sagen, wie kann ich denn Veränderung praktisch ansetzen als Begleiter oder als Beleger. Ne? Genau. Okay, sonst noch Wortmeldungen? Okay, gut. Nochmal das Ganze vereinfacht. Die These, die ich aufstelle, ist, es gibt im Wesentlichen vier verschiedene Einflussfaktoren. Einmal die Psychologie, das Thema Thera, also Psychologie, auch wie lernen Menschen, ja? Also auch das ganze Menschenbild dahinter, das Thema Psychotherapie und dann aber auch andere Formen von Therapie. Und Philosophie, und Sie sehen, Asa ist sozusagen mein Way Out, falls Soziologen anwesend sind, dann ist es auch Soziologie. Ja? Das Buch habe ich mir nicht aus dem Rippen geschnitzt, sondern da es mir darum ging, wie hat sich was entwickelt und die Literatur doch immer sehr beeinflussend ist, wer gerade was geschrieben hat, aber habe ich verschiedene Personen interviewt zu dem Thema, die sind Ihnen auch mehrheitlich bekannt, um einfach so ein bisschen Hintergründe und Einblicke zu verstehen, jenseits dessen, was im Print sozusagen vorhanden ist. Und das war auch sehr interessant. Und ich habe geografisch mir im Wesentlichen angeschaut, USA, Deutschland und England. Jetzt kann man sagen, warum gerade die, warum nicht irgendwelche andere? Also war halt irgendwie naheliegend, weil das die Gebiete sind, in denen ich tätig bin. Wenn man das Ganze mit Frankreich, Italien und Japan korreliert, kommt was ganz anderes dabei raus. Also von daher, das ist sozusagen die Grenze. Wie ist das Ganze aufgebaut? Also einmal ein Ansatz, was ist Coaching und was nicht? Wie kam es zu Coaching? Wo stehen wir gerade und wo ist meiner bescheidenen Meinung nach wo sind die nächsten Schritte? Dann, was sind Modelle und Interventionen? Was gibt es da an Modellen? Und dann eine Vorstellung verschiedener Denkschulen von Psychotherapie im Wesentlichen und dann Porträts von 120 Pionieren, wenn man so will, prägende Persönlichkeiten, die das Thema Coaching irgendwo aufgebaut haben. Und die Idee war sozusagen, wenn ich Coach werden will,
und ich brauche sozusagen ein Buch, wo kommt das Ganze her? Da brauche ich nicht 16 Bücher, sondern nämlich eins. Und das war die Idee. Wo kommt das Ganze her, der Begriff? Sprachwissenschaftlich kommt der Begriff Coaching von Koch Seka. Koch ist eine Kutsche und Seka eine Stadt in Ungarn. Das heißt, Kutsche aus Ungarn oder Kutsche aus Seka, Koch Seka. Und das Ganze entwickelte sich dann weiter im Oxford Dictionary um 1800, also um 1900. Ist der Begriff Coach schon weiterentwickelt und ist dort ein Tutor für Studenten. Und auch heute ist der Begriff Coach im Englischen immer noch, Sie wissen es besser als ich, nicht nur der Coach, sondern auch ein Bus, auch eine Kutsche, auch ein Reisebus im Wesentlichen. Ne? Oder im Zug ist man auch in einem Coach, je nachdem. Ne? In den USA der Sportcoach und dort ist er sogar ein Ehrentitel. Ja? Also wenn Sie gewisse Filme sich anschauen, die sich mit dem Thema beschäftigen, dann da spricht man jemanden an mit Coach Miller. Ja? Also das ist ein Teil eines Titels. Und dann schließlich im 20. Jahrhundert ist psychologische Beratung in einem, je nachdem wo man anfängt zu gucken, wenn man in Deutschland anfängt, in einem Management-Kontext. Ich habe mir mal angeschaut, der Kollege Rauen hat ja akribisch alle Informationen über die Coaching-Industrie zusammengetragen, unter anderem auch alle Veröffentlichungen. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, diese Datenbank zu scannen und zusammenzuschreiben und habe das dann mit Phasen von wirtschaftlichen Schwierigkeiten, also Rezessionen in Europa und in Deutschland vor allen Dingen, übereinandergelegt. Und ohne dass ich das jetzt exakt mit Korrelationsanalysen beweisen könnte, aber es gibt doch eine gewisse Ähnlichkeit oder einen gewissen Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher Downturn und Anzahl von Coaching-Publikationen. Darüber könnte man jetzt trefflich spekulieren, wie könnte das denn sein? Eine Möglichkeit. Arbeitslosen Manager, die Jobs suchen. Möglicherweise, böse Zungen könnten sowas denken, genau. Ja. Und tatsächlich, wenn man sich anschaut, wie kommt Coaching in Deutschland zustande, da komme ich noch drauf, dann gibt es, könnte man sagen, sowas wie eine erste Welle von Coaches und sowas wie zweite Wellen oder mehrere nachfolgende Wellen. Und die ersten Wellen waren tatsächlich sehr stark von Psychologen geprägt, während nachfolgende Wellen dann sehr stark eben von Managern geprägt waren, die dann halt in diese Thematik auch reingegangen sind. Und wenn man das international versucht zu vergleichen, unglaublich schwer, ein einheitliches Phasenmodell zu haben. Aber ich habe so vier Phasen einfach mal mehr oder minder willkürlich in so annähernd 10-Jahres-Schnitten gemacht und versucht, diese Phasen zu beschreiben. Da komme ich gleich noch zu, was in den Ländern in der Zeit passiert ist. Fragen bis hierhin. Das ist die Pazifikküste. Ganz genau, sehr gut, sehr gut. Das ist Big Sur in der Nähe von Palo Alto. Und das ist das Mental Research Institute, zumindest das Schild. Und wenn man sich mit der Geschichte von Coaching beschäftigt, ist es schwer, da nicht drüber zu stolpern. Don Jackson, der Begründer. Das Team um John Wheatland, also Gregory Bateson, John Wheatland, Jim Haley, Paul Watzlawick, Virginia Satir, Abraham Maslow, der das ESALEN-Institut gegründet hat. ESALEN-Institut als das Institut der Human Potential Bewegung. Die Human Potential Bewegung als das, sozusagen der psychologische Arm der Hippie-Bewegung. Krasse Zusammenfassung. Als Psychologin muss ich mich daran. Ja, nur zu. Nein, ich bleib bei mir. Okay. Carl Rogers, die alle dort tätig waren, und ich habe das in der Zeitleiste aufgegliedert. Aber das war ein sehr besonderer Ort. Dort ist unglaublich viel entstanden. Da war ein Klima von Experimentierlust. Da ist wahrscheinlich sehr viel Schräges passiert. Auch einige sehr, sehr gute Dinge. Da ist theoretisiert worden,
Und da ist praktisch ausprobiert worden, also die Wiege der Familientherapie, der Systemik letztlich, sehr verkopft auf der einen Seite und mit Virginia Saat hier sehr praxisnah, also sozusagen auch unabhängig voneinander entstanden und sozusagen erst im Nachhinein zusammengefügt. Also es muss eine sehr, sehr spannende Zeit gewesen sein. Manchmal denke ich mir, wenn ich eine Zeitmaschine hätte, da wäre ich gerne mal gewesen. Also das ist bestimmt eine sehr, sehr interessante Zeit gewesen. So, und das Ganze jetzt aus Ingenieurssicht. Sie sehen die verschiedenen Phasen. Sie sehen verschiedene Geografien, Deutschland, USA und England. Und Human Potential Movement, da dreht sich sozusagen alles drum. Was passierte, was kommt da alles rein? Milton Erickson, Hypnotherapie, die ganzen Kybernetik-Diskussionen, Heinz von Förster, Macy-Konferenzen, die systemische Familientherapie, die damit nur, sagen wir mal, erstmal geografisch vor allem verortet war, und eine andere Strömung, beginnende Entdeckung des Ort, also von Asien, von Indien, von Buddhismus, von Japan, also im Sinne von spiritueller Einfluss. Und es gab hier zu dem Zeitpunkt so ungefähr 3-4 Strömungen. Also einmal dieses Human Potential Movement, also humanistische Psychologie und alles, was da dazu zu verordnen ist. Das Thema systemische Familientherapie, das verwandt ist, und ein relativ unabhängiger Ast, Mentaltraining aus dem Sportbereich. So, was ist hier dann weiter passiert? Sie ahnen schon, wenn die drei zusammen sind, dann kann der nicht fehlen. Also das Thema Modellieren. Ja? Modellieren von dem, was funktioniert, Grund, also Wiege des NLP, wie passt alles zusammen, wie kann ich das nachvollziehbar machen, wie kann ich dann diese ganzen Modelle und Interventionen zusammenfassen. Darf ich fragen, wer ist NLPler hier? Dass ich in die richtige Richtung schaue. Ups, wenn das noch kein Zeichen ist, keiner. Okay, gut. Ansätze sind vorhanden. Ansätze sind vorhanden. Gut, die zwei, die mögen sich jetzt nicht mehr so arg. Und irgendwann in Richtung Deutschland. Meine Recherche und auch bestätigt von anderen ist, dass die erste Verortung in Deutschland Bernd Isert ist. Wenn da andere Informationen vorliegen, herzlich gerne, aber das ist das Ergebnis meiner Recherche. Natürlich, je nachdem, mit wem man spricht, kriegt man andere Ansätze und kriegt man auch sowas wie, also dass ich in dem Buch nicht vorkomme, das kann ja wohl nicht sein, habe ich auch schon gehört. Aber das ist so der Trend, und hier zwischen liegen ungefähr 10 Jahre. Ja? So, der Ingenieur wieder zurück. Was passiert hier in Deutschland? Also Uwe Böning und Wolfgang Loos, die waren damals so Mitte 20, Ebert Hauser. Also junge Burschen, kann man ja nicht anders sagen. Heute würde man sagen, ein Coach mit 26, bitte, wie kann denn das gehen? Ja, da fehlt doch die Lebenserfahrung. Das war damals nicht so der Problem, also es war sehr stark im Bereich Training, im Bereich Kommunikationstraining in Unternehmen. Also in Deutschland sehr stark von Anfang an verortet als, wir arbeiten in einem Firmenkontext und wir sind Externe. Das waren zwei wesentliche Merkmale. Wenn man sich hingegen anschaut, was war in den USA, in den USA war der Einfluss sehr stark in Richtung aus der Human Potential Movement kommend. Selbstfindung, Selbstverwirklichung, eher das Live, heute würden wir es Live-Coaching nennen. Und ein weiterer Ast machte sich hier bemerkbar, und in England, und wenn man sich die Coaching-Szene in England ein bisschen anschaut, ich weiß nicht, ob Sie das bestätigen können, sehr stark das Thema Performance-Coaching. Performance Coaching, sehr stark aus dem Sport kommend, also aus dem Mentaltraining auch, für einen bestimmten Zeitpunkt die optimale Ressourcenlage herstellen. Was ein ganz anderer Ansatz ist, als systemisch zu gucken, wie hängt was mit wem zusammen und wer muss wie ausgeglichen sein, und eine ganz andere Denkweise, also eher so in Richtung von, wie mache ich den Vorstandsvorsitzenden für die Aufsichtsratssitzung fit, dass er die optimale Ressourcenlage hat. Und nicht ein, wie stelle ich eigentlich mein Team auf, damit die Stärken optimal genutzt sind. Ganz andere Denkweisen. Und etwas sehr Interessantes, was ich glaube viele nicht wissen, wo kommt eigentlich die Strömung her, die dann mehrheitlich in zwei großen Wellen über den Atlantik zu uns geschwappt ist. Und da kommt Est und Lendmark ins Spiel.
Wir schalten wieder zurück Richtung Pazifik. Abraham Maslow hatten wir schon, Esalen hatten wir auch. So, wer war jetzt alles in Esalen? Eine ganze Menge Leute haben sich da getummelt. Aber es gibt einen interessanten Stream, der sich wie so ein roter Faden durchzieht und der, wie ich finde, irgendwie totgeschwiegen wird. Ich weiß nicht, ob dem jemand bekannt ist. Der Gentleman hier heißt Werner Erhard. Das ist nicht sein eigentlicher Name, also geboren oder mit einem anderen Namen. Werner hat er angenommen wegen Werner Heisenberg und Erhard wegen Ludwig Erhard. Beide fand er toll. Ursprünglich ein Sales-Mensch, der dann das Thema persönliche Transformation für sich entdeckt hat. Werner Erhard hat in Esalen gearbeitet und hat dort die ersten Großgruppenveranstaltungen angeboten oder veranstaltet. Und zu dem Zeitpunkt, also wenn man sich die Filme dort anschaut, also die ganzen die Filme, die es damals schon gab, muss man ja sagen, und die digital vorliegen, dann war das ja sehr stark ein sich ausprobieren, Grenzen hinterfragen, Konventionen hinterfragen, experimentieren. Und EST war sozusagen die krasse Gegenbewegung dazu. Also EST-Seminare, Großgruppenveranstaltungen, sehr starke Ansage, was wann wie zu geschehen hat. Wenn man was sagen will, muss man aufstehen, ans Mikrofon gehen. Wenn die Tür zu ist, geht man nicht auf Klo, sondern man geht nur auf Klo, wenn die Tür auf ist. Also eine ganz, ganz starke Gegenbewegung, die dann auch sehr stark das Ganze in Verruf gebracht hat. Und parallel dazu ist entstanden von Timothy Galway, viele sagen, das erste Buch über Coaching, The Inner Game of Tennis. Das Interessante ist, Timothy Galway war der Tennislehrer von Werner Erhard. EST Seminar and Trainings hieß das Ganze ursprünglich. Irgendwann war die Kritik, also er war eine sehr charismatische Persönlichkeit, ist immer noch, lebt noch, ist eine sehr charismatische Persönlichkeit gewesen, heute nicht mehr so sehr im öffentlichen Leben. Und dieses EST wurde irgendwann umgenannt in The Forum. Und The Forum hat er irgendwann dann verkauft an seine Mitarbeiter und daraus wurde dann Landmark Education. Das sagt vielleicht einigen was. Landmark Education haben verschiedene große Veranstaltungen. Eine große Veranstaltung ist das Forum und laut eigenen Angaben sind es um die 2 Millionen Menschen, die weltweit dieses Großgruppending durchlaufen haben, unter anderem euch. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr anders, als wir heute im Coaching-Selbstverständnis beschreiben würden. Ja? Aber insbesondere aufgrund des Werbedrucks sozusagen, neue Interessenten zu werben, sehr verrufen und sehr nah in so Sektennähe gestellt. Es gab auch Kontakte von Erhard Richtung Hubbard, also Richtung Scientology. Da gab es auch eine gegenseitige Bewunderung, aber es ist nicht dasselbe. Also man soll es auch nicht zu sehr verwechseln. Also da ist sicherlich ganz, ganz viel Gutes dabei, aber etwas, was in Deutschland, also in Frankfurt gab es ein Büro, das ist abgebrannt, wurde auch nicht wieder aufgemacht und es gibt jetzt, glaube ich, noch Aktivitäten in München und ansonsten in Holland vor allen Dingen. Und jetzt kommt das Interessante. Der Finanzdirektor von Landmark Education, Thomas Leonhardt, hat die ersten Coaching-Ausbildungen angeboten, wenn man so will, also die ersten groß angelegten Coaching-Ausbildungen. Eine der ersten Absolventinnen dieser Coaching-Ausbildung war Laura Whitworth, Co-Active Coaching, CTI, und Thomas Leonhardt war der Gründer von ICF. Fand ich interessant. Ja, also so etwas, wo ich noch nie drüber vorher nachgedacht hatte, wie hängt denn das alles zusammen und das eine, das kennt man, da ist man auch irgendwie akkreditiert oder das ist irgendwie etabliert, aber das andere, das ist so eine Sache, wo man sagt, huch, komisch und es hängt zusammen. Ja, also da kann man auch so den Ast nachvollziehen, aus diesem Human Potential Movement kommend und wenn man sich heute eine ICF anschaut und vergleicht mit dem, was mein Bild von der DBVC ist, dann ist eine ICF eher in Richtung Live-Coaching ausgerichtet, auch heute noch. Das geht zwar in Richtung Business-Coaching immer mehr, aber wenn man sich die Prüfungen anschaut, also ich bin selber akkreditiert, dann ist das sehr stark in diese Richtung und passt auch sehr stark zu dem, was CTI im Co-Active Coaching Modell heute immer noch vorlebt. Also sehr stark dieses Entdecke dich selbst, Process Coaching, wo spürst du was im Körper, also sehr
einige Wurzeln sind da spürbar. Ja, man kann es nicht wirklich so nachweisen, aber wenn man es vergleicht, ist es spürbar. Dann gab es eine andere Strömung, die sehr interessant ist. Richardson, das ist einer der Erben des Wick oder Wicks, wie es in den USA heißt, Wicks Waffengroup. Da ist sehr viel Geld in dieser Firma entstanden, die sind, ist in eine Stiftung eingebracht worden. 1970 wurde das Center for Creative Leadership gegründet. Das ist heute immer noch existent. Warren Bennis hat zum ersten Mal über den Leadership-Stil Coaching geschrieben. Also Führungsstil, Leader as a Coach, diese ganze Thematik. Und Marshall Rosenberg hat auch das Thema Coaching, Leader as a Coach, sozusagen zum ersten Mal zum ersten Mal aufgegriffen. Ja? Das war auf der USA-Seite, also das heißt sehr stark Human Potential Movement und eine Business-Ecke. So, der Ingenieur, Leader as a Coach und das Thema Life-Coaching in den USA. In Deutschland Beratung für Manager. Wir sind jetzt ungefähr so Mitte der 80er Jahre angelangt. Das war so die Zeit, Wolfgang Loos, Manager in dünner Luft, Manager-Magazin 1986, so um den Dreh war das. Dann gab es dieses berühmt-berüchtigte Treffen der Hofnarren, die erste Coaching-Convention, 16 Coaches, wenn man davon Convention reden kann, die sozusagen das, die Männer und Frauen der ersten Stunde waren an der Stelle. Und es gab seinerzeit eine sehr interessante Diskussion über das Thema, wie nennen wir denn das, was wir da tun? Also Wolfgang Loos hat das so beschrieben, naja, wir waren in Firmen und wir haben da Seminare gemacht. Und dann kamen Manager zu uns und haben gesagt, kann ich Sie mal sprechen? So, und daraus wurden dann Veranstaltungen am Rande, am Abend von Seminaren. Das waren dann Einzelgespräche. Und auf einmal war da so eine Wahrnehmung von, da ist ein Bedarf. Ja, was ist passiert in der Zeit? Erste Anfänge der Globalisierung, Matrix-Organisationen, komplexe Strukturen, fortschreitende Technologisierung machte alles sehr viel dynamischer, alte Führungsmodelle, alte Kommunikationsmodelle schienen nicht mehr zu greifen. Und da ist das Ganze so ein bisschen entstanden, erstmal als Beratung. Also ursprünglich war dieser Begriff gar nicht da. Und dann kam die Welle, also einmal Watzlawick und zum Zweiten, also Watzlawick als Stellvertreter für, ich rede nicht von, er war es alleine. Und sozusagen der erste Versuch, den Begriff Coaching als Führungsstil nach Deutschland zu importieren. Was grandios scheiterte. Passt nicht in Deutschland. Coach, Führung, geht ja gar nicht. Passt überhaupt nicht zum deutschen Bild. Aber es gab eine bewusste Entscheidung, die Begriffshülse Coaching für dieses Beratungsformat, Beratung von Managern, zu verwenden. Da gab es also einen Zeitpunkt, wo sozusagen bewusst von den handelnden Personen entschieden wurde, warum nennen wir das nicht Coaching? Auch wenn es was ganz anderes ist, als das, was uns darüber importiert wird. Aber eigentlich passt das doch und der Begriff ist nicht besetzt. Okay? Und das erklärt, warum USA und Deutschland von der Wurzel her ein komplett anderes Coaching-Verständnis haben. Also das hat nicht funktioniert. Die Herrschaften sind Ihnen alle hinlänglich bekannt, denke ich. DBVC, aber ich hoffe, ich trete jetzt niemandem zu nahe, es war nicht der erste Verband. Der war ein klein bisschen früher, aber man muss nicht immer der erste sein. Zeitgleich in England. The Inner Game of Tennis, Timothy Galway hatten wir schon in den USA geschrieben. Das hier ist Sir John Whitmore, ein ehemaliger Rennfahrer, der das Thema der Inner Game of Tennis in den USA bei Timothy Galway kennengelernt hat. Und es gibt einen sehr interessanten Streit zwischen Sir John Whitmore und das hier ist Graham Alexander, die beide sagen, sie haben es nach England importiert. Und sie waren sozusagen die ersten. Beide haben unabhängig voneinander, also beide haben zusammen auf einem Projekt das Grow-Modell entwickelt. Grow-Modell sagt Ihnen was? Das Interessante ist, das Grow-Modell war eine Kundenauftragsfertigung, sagt man bei Ingenieuren. Und zwar wurde das für McKinsey entwickelt. Ja, das erste Leadership-Programm, das sozusagen in den Annalen erwähnenswert ist, war für Direktoren bei McKinsey. Und von daher könnte man streng, wenn McKinsey irgendwie
da irgendwie, dass dem wichtig gewesen wäre, hätte man sagen können, das ist IP von McKinsey. Daraus wurden zwei Firmen, einmal Performance Consultants, eine der ersten britischen Firmen, und die Alexander Corporation, beide sozusagen englische Firmen. Wir sind jetzt immer noch auf diesem Ast Performance Coaching. Dann gibt es in England etwas Spezielles, und zwar das Konzept von Mentoring. Das gibt es in der Form in Deutschland jetzt, also mittlerweile, aber noch nicht so als Industrie. Also David Clutterbuck hat seit 1985 dazu, ich weiß nicht, unzählige Bücher veröffentlicht, 30 an der Zahl rumgedreht. Und David Clutterbuck und John Whitmore sind auch die Gründerväter von EMCC, European Mentoring and Coaching Council, wo dieses Mentoring drin ist. Also Mentoring als Dienstleistung, verschiedene Executives aus verschiedenen Firmen mit Nachwuchsführungskräften zusammenzuschalten. Und da auch Beratungsdienstleistungen übrigens zu anzubieten. Also das ist in England eine kleine, aber feine Industrie, eine Beratungsindustrie, die es hier jetzt in Ansätzen auch gibt, ja, festzustellen ist. Was heißt Harnessing? Bitte? Harnessing, was heißt das? Harnessing? Harnessing ist vor sich zu spannen als Kraftquelle, also wie ein Pferd von der Küche. Anspannen. Ja, spannend. Der Vorspanner. Ja, danke. Gut, dass du hier bist. Hervorragend, danke. Dann gibt es noch eine sehr interessante Strömung, und zwar, wenn man sich mit dem Thema Coaching beschäftigt, dann ist dieses Humanistische ist deutlich, das Systemische ist deutlich, und dann gibt es etwas, wo man sich fragt, wir haben doch hier ganz lange Tiefenpsychologen gehabt, ja, und wenn man sich anschaut, die Geschichte der Psychotherapie, da ist natürlich der Nationalsozialismus eine große Zäsur, ja, wo wir viel zwangsexportiert haben, in Anführungsstrichen, Richtung Südafrika, Richtung USA, Richtung England. Wo ist denn eigentlich dieses Thema Tiefenpsychologie im Coaching? Und also meine Wahrnehmung ist, in Deutschland wenig wahrnehmbar, aber es gibt Spuren davon in England, einmal Tavistock, und jetzt definiere ich England ein bisschen sehr weit, insert, aber immerhin englischsprachig, das IGLC, das International Global Leadership Council, das zugegebenermaßen später begründet wurde, aber wo auch noch so Spuren von tiefenpsychologischen Gedankengut wahrnehmbar sind, in Form von Manfred Kätzle-Fries. Und wenn man dann schaut, wo kann man das irgendwo in Deutschland wahrnehmen, dann am ehesten im Umfeld der ESMT in Berlin, European School of Management and Technology, was daran begründet liegt, dass insgesamt Leute dorthin gegangen sind. Also da gibt es sozusagen einen Ast tiefenpsychologisch orientiertes Coaching, was recht interessant ist, weil durchaus anders. Eine der ältesten Firmen, nicht so alt, übrigens nicht so, alles nicht so alt wie Deutschland. Also Deutschland war an der Stelle vorne. Ob man sich darauf was einbilden kann, weiß ich nicht, aber es war auf jeden Fall so. Eine der ältesten englischen Firmen begann unter dem Namen The Change Partnership, ist heute unter dem Namen Presta tätig, europaweit, auch in Deutschland mittlerweile mit Niederlassungen. Da kommt jetzt auch dieses Thema Mentoring nach Deutschland. Und das andere, sozusagen die erste Coaching-Ausbildung, The Work Foundation. Und der Unterschied zwischen englischer Historie im Bereich Coaching und deutscher Historie, dass dort sehr stark in Firmen gedacht wurde, während in Deutschland doch sehr stark ursprünglich in Einzelberater, Einzelcoaches gedacht wurde. Diese Zusammenfassung in Firmen, also gegenüber dem Zwischenschritt der Netzwerke, ist jetzt deutlich spürbar, aber war doch erstmal 10, 20 Jahre eigentlich sehr stark Einzelberater, die da unterwegs waren. Macht das bis hierhin Sinn? Okay. So, und so sieht das Ganze dann aus, wenn man damit fertig ist. Was man jetzt so ein bisschen sieht, ist, jetzt kommt so die Phase der Vermischung. Ja? Also jetzt gibt es sozusagen von allem ein bisschen was. Also es gibt nicht so viel Performance-Coaching in Deutschland, aber es gibt definitiv Business-Coaching in UK. Es gibt Business-Coaching in den USA, das seine Wurzeln hier hat. Und es gibt Live-Coaching in Deutschland. Also da hat sich sozusagen alles so ein bisschen verruckelt. Das ist der Versuch, na, wie viele Jahre sind das? 60 Jahre, ein bisschen mehr als 60 Jahre, 65 Jahre Geschichte zusammen zu verdichten. Frage an die, die sich schon länger damit beschäftigen, macht es irgendwie Sinn, ist es nachvollziehbar, haben sie eine andere Meinung dazu? Ich lerne gerne dazu. Bitte.
Bitte? Ich sage, das ist, mir erscheint es sehr sauber recherchiert, das ist wunderbar, wie Sie das aufzeigen. Mir fehlt halt die Expressive Arts in Richtung Kunsttherapie als Wurzel für Coaching-Richtungen, die mit den Sinnen arbeiten. Das ist zwar keine sehr kommerzielle und große Richtung, aber die gibt es, den ich natürlich ganz gerne mit. Selbstverständlich. Ja, klar. Also ich finde das spannend. Das ist natürlich immer eine Frage des Blickwinkels. Ich bin tätig gewesen als interner Berater in einem Unternehmen. Und wenn ich so Wurzeln gucke, würde ich immer die Organisationsentwicklung als Wurzel sehen, auch für Coaching. Weil die Organisationsentwicklung in meinem Erleben den Boden bereitet hat, dass Coaching interessant wurde in Unternehmen, ja, in Organisationen allgemein. Das ist der erste systemische Berater, also das ist dieses, das ist das hier, ne? Systemic Organization Consulting, definitiv. Ja, definitiv. Ja. Also dieses OE-Thema an Organisation, an Kommunikationskultur arbeiten, an Führungskultur arbeiten, das Ganze weiterentwickeln, das war die Wurzel eigentlich. Und dann kam erst die Einzelberatung. Ja, das war der Los. Ja, genau. Okay, gut. Also nochmal zusammengefasst. Das Thema Gruppendynamik, Prozessorientierung war sozusagen en vogue in der Zeit. Das Thema Selbsterfahrung war en vogue. Das Thema Coaching als nicht besetzte, aber auch nicht akzeptierte Worthülse. Das Thema Externe, dass das Coaching eine Dienstleistung ist, die erstmal von Externen erbracht ist. Interne Coaching-Pools gab es sehr, sehr, sehr viel später. Das Thema veränderte Umgebungsvariablen im Business und der Trend aus den USA, Leader as a Coach. Und wenn man so fragt, was war da, bevor ihr Coaching hatte, dann das sind so die Antworten, die kommen. Und das war letztlich so die Initialzündung von einer Idee, die dann so seit Mitte der 80er Jahre uns begleitet und jetzt natürlich eine gewisse Form von Professionalität erreicht hat. So, jetzt kann man ja fragen, okay, schön. So what? Wo hat uns das jetzt hingebracht? Und jetzt gehe ich auf die deutsche Betrachtung. Was ist da zu vermerken? Und da muss man sagen, den Coaching-Markt zu beschreiben, das ist so, als würde man was beschreiben, was man gar nicht so richtig sieht. Ja? Weil es ist Marburger Coaching-Studie, 8000 Coaches. Wenn man sich davon anschaut, wer kann davon leben, wenn man die alle mal rausrechnet, dann bleibt da nicht viel übrig. Wie viele Firmen sind erfasst? Ich glaube, ein Dutzend Firmen sind erfasst, also richtige legale Einheiten mit GmbH und so, nicht Netzwerke. Ja, und trotzdem weiß man, es gibt irgendwie mehr und wir treffen Firmen am Markt, die da todsicherlich befragt worden sind. Also es ist ein sehr, sehr intransparenter Markt. Und ich habe mal da so ein bisschen provokativ angelegt und habe gesagt, okay, was gibt es denn überhaupt für Coaching-Formate? Ja? Und jetzt, wie stellt man sowas dar? Man kann natürlich das Ganze zigdimensional schneiden. Ich habe einmal so in Richtung geschaut, wo geht es darum, in irgendeiner Form Expertise zu vermitteln und wo geht es darum, durch Fragen und Prozessorientierung von innen heraus Prozesse anzusteuern. So, dann haben wir einmal das Thema Live-Coaching als richtige Coaching-Variante. Richtig im Sinne von, das ist das, was sozusagen nachvollziehbar ist auf Wurzel der humanistischen Psychologie. Und es geht darum, ja, die Eigenwahrnehmung zu schärfen, sich mit eigenen Glaubenssätzen zu beschäftigen, mit Antreibern zu reflektieren. Und hier auf der Ebene habe ich mal eine ganz kühne Theorie entwickelt. Wo sind die denn unterwegs? Also einmal privater Bereich, dann das Thema Angestellte, Selbstständige, das ist natürlich ein riesen Graugebiet. Mittelmanagement, Upper Management, Top Management, so, das muss ja falsch sein. Ja, es geht nur darum, eine Annäherung mal hinzukriegen. Und die These, die ich auch aufgestellt habe, wo begründen sich Tagessätze? Wir könnten ja jetzt eine interessante Diskussion über Tagessätze anfangen, aber die These, die ich aufstelle, in dem Moment, und da komme ich halt nur mal her, aus Unternehmenskontext, wenn man im Unternehmen arbeitet, dann ist Coaching ein Beratungsformat wie andere Beratungsformate auch. Geht irgendwann über eine Einkaufsabteilung und die gucken natürlich, was will der, auf welcher Ebene ist der unterwegs. Und von daher ist es logisch, dass es da irgendwie eine Parallelität gibt. Ja, wenn ich also auf Mitarbeiterebene arbeite, gibt es einen Satz. Wenn ich im Mittelmanagement arbeite, gibt es einen Satz.
Und wenn ich bei einem CEO sage, ich nehme 1200 Euro am Tag, dann bin ich da nicht tätig, ganz einfach. Ja? Also da gibt es auch Parallelen. Also das heißt, es gibt den großen Bereich des Business Coaching, Thema Mittelmanagement, der parallel sich entwickelt zu der, sagen wir mal, normalen Unternehmensberatung. Jetzt ist was ist normale Unternehmensberatung, geht es wie Sand am Meer. Also ich rede von Einkaufsberatung, Prozessberatung, von IT-Beratung, so diese Themenbereiche, ja, wo es einen großen Bereich gibt. Dann gibt es den Bereich der Strategieberatung, die typischerweise eher mit den Entscheidern arbeiten, wo eher andere Tagessätze unterwegs aufgerufen werden. Und da gibt es dann den Bereich des Executive Coaching, Leadership Coaching, das ist alles nicht genau begrenzt. Und wenn man sich dann anschaut, welche Coaches sagen alle, dass sie ausschließlich mit Vorständen arbeiten, dann man guckt sich die Anzahl der Vorstände in Deutschland an, dann muss irgendwas nicht stimmen. Und dann beobachten wir was, und da bin ich auch gerne auf Ihre Beobachtungen gespannt. Wir entdecken, dass sich ganz oben auch was tut. Das heißt aber nicht Coaching. Weil Coaching, in unserer Erfahrung, wir arbeiten da in der Region, und Coaching ist für viele Vorstände oder für viele, sagen wir, Bereichsleiter ein verbrannter Begriff. Aus mannigfaltigen Gründen. Unter anderem aufgrund, wenn ich einen Coach brauche, dann habe ich dafür auch einen Grund, dass ich ihn brauche. Also immer wieder, wir können noch so oft sagen, Stärken, Stärken, da ist immer was von Defizit. Und wir machen da verschiedene Beobachtungen. Die eine Beobachtung ist, da oben entwickelt sich was, das heißt dann vielleicht sowas wie Sparring oder tatsächlich Mentoring. Ich weiß nicht, ob Sie die Gründung von Bernotat und Company mitverfolgt haben. Also da tut sich was, wobei, wenn man da genauer reinschaut, gibt es vielleicht dann doch mehr Mentoren als Klienten momentan noch, aber man beobachtet das Ganze ja natürlich so ein bisschen aufmerksam. Ja, und dann gibt es auch mehr so diese Tendenzen in Richtung von Mentoring auf Top-Ebene, also so Kreise, wo CEOs zusammengebracht werden, mit Coaches zusammen, ne? Also in so einem ähnlichen Raum wie hier, wo an Themen gearbeitet wird. Da ist der Begriff, das kommt natürlich aus dem Coaching, aber Coaching ist das, so heißt das halt nicht. Und da sind dann auch andere Tagessätze mit ganz anderen Nullen unterwegs. Ist das, ja. Also das ist eine Meinung, ne? Das ist jetzt nicht, kann ich nicht wirklich beweisen, aber das ist unsere Erfahrung. Wie sehen Sie das? Ja. Ich bin also ein bisschen über den einen Nebensatz von Ihnen gestolpert. Was ist für Sie Business Coaching und was ist für Sie Life Coaching? Ja. Life Coaching, Zielgruppe Privatleute, Zielgruppe Privatzahler. Business Coaching, Firmenzahler. Weil ja. Wir haben das gerade so in Verbindung mit Glaubenssätzen und Werten definiert. Nein, also das ist klar. Aber das war nur zu. Ja. Okay. Das ist von den Denkschulen her keine Unterscheidung, ja, sondern von der Klientel. Ja, das war eben. Die Österreicher nennen das sinnigerweise allgemeine Lebensberatung. Ne? Gut, wenn man das fast auch hat, das gibt es in Deutschland natürlich auch. In allen möglichen Kontexten. Ich wollte mal so einen Aspekt einbringen. Also wenn man sich sagt, durch die Coaching-Ausbildung was gibt, dann muss man ja fragen, wessen Probleme wollen die alle lösen, so ungefähr. Aber ich finde, es gibt mal einen anderen Zugang, nämlich zu sagen, Coaching ist nicht nur ein Berufsbild, sondern Coaching ist eigentlich auch so eine Art soziale Technik, die in allen möglichen Feldern nützlich ist. Also die hilft auch einer Führungskraft in einer Führungsaufgabe, die hilft auch einem Inhouse-Berater in einem Unternehmen und so. Ist das sozusagen da schon mit drin? Also sozusagen die Coaching-Kompetenz, nicht das Coaching-Beruf? Nee, hier ist wirklich nur das Berufsbild drin. Okay. Man könnte auch sagen, was hier noch fehlt, ist das Thema, also es gibt ja despektierlich die Aussage, es gibt Coaches, die coachen, und es gibt Coaches, die bilden Coaches aus. Also das Berufsbild ist hier auch nicht mit drin, ja? Sondern es geht wirklich um die, die damit ihren Lebensunterhalt verdienen. Okay. In der Firma. Noch gesteuert bei Business Coaching, in meinem Sprachbild unterscheide ich da zwischen Beratung und Coaching. Mhm. Und das finde ich jetzt nicht wieder. Weil wo sind Sie gerade? Ja, im Bereich Business Coaching, ja. Also wo viele Beratend tätig sind, ja. Häufig manchmal über ein Fachthema mit, mhm. Was aber persönlich Anteile hat. Ja. Was nicht Consulting ist. Mhm. Ne? Also Consulting, ja. Würde ich sagen, das ist wirklich eine Fachexpertise, die eingebracht wird. Während ja in dieser Schnittmenge zwischen Begleitung und Fachexpertise durchaus, also ich nutze den Begriff Beratung, also ja. Das machen Sie jetzt nicht. Nee,
Aber ich würde Ihnen trotzdem recht geben. Ich musste nur irgendwann mal, wenn man versucht, allen Aspekten gerecht zu werden, dann kommt ein riesiges graues Ding raus. Ich musste so eine, also es ging darum, eine Aussage zu formulieren, aber ich bin bei Ihnen. Gerade im Thema Business Coaching gibt es natürlich auch viele Bereiche, wo inhaltliche Expertise und Coaching-Kompetenz zusammen in Beratungsformat ergeben. Völlig d'accord. Und die Unterscheidung, finde ich, ist immer, wenn man im Firmenkontext arbeitet, wer kauft einen ein? Ja? Also ist irgendwie HR mit dabei, eine Personalabteilung, dann, also je nachdem, wie gut der Prozess funktioniert, aber dann bin ich halt eher in dem Bereich, und wenn es sozusagen nur über den Einkauf geht, dann bin ich im Beratungs-Consulting-Format, weil also so größere Konzerne sind mittlerweile in meiner Erfahrung so geschmiert, sobald das Wort Coaching irgendwo auftaucht, dann springt HR aus dem Busch und sagt, da wollen wir mitreden, die müssen da auswählen. Ja. Aber ich bin mit dem Life-Coaching nicht ganz d'accord, weil ich glaube, dass Ihr Bild entsteht daraus, dass eben im Business-Coaching die Firmen die Auftraggeber sind und die Firmen bezahlen und das ein anderes Environment ist. Aber es gibt eine große Klientel, die Manager im mittleren Management sind, die nicht von der Firma das Coaching erhalten und die sich deswegen auf dem freien Markt sich erhöhen suchen. Und da geht es nicht immer nur um Live-Coaching oder vielleicht sogar die Grenzen zur Therapie. Das ist also auch ein Feld, was hier nicht auftaucht, dass häufig Leute, die eigentlich so an der Grenze zur Therapiebedürftigkeit sind, im Coaching aufschlagen. Und das ist vor allem bei Selbstzahlern der Fall. Da muss man also selber noch gucken. Ja. Aber die Manager, die nicht über die Firma sich coachen lassen oder gecoacht werden, die taufen in diesem, sagen wir mal, die würde ich nicht als Live-Coaching benennen. Das ist noch unschärfen. Voll nicht als Business-Coaching, aber die zahlen halt selbst. Ja. Und haben Sie jetzt gesagt, im Top-Management gilt immer noch, da sage ich nicht, ich habe einen Coach, weil es ist defizitorientiert, habe ich das richtig verstanden? Unsere Erfahrung, ja. Oder meine Erfahrung. Top-Management, weil also in Unternehmen ist es ja oft so, dass jetzt inzwischen, wenn Leute eine, zwei Stufen überspringen, man sagt, um zur Belohnung kriegst du auch einen Coach. Ja. Das ist ja positiv gesetzt. Ja, genau. Die Erfahrung habe ich gemacht, ja, super. Ja, so incentive-orientiert, ne? Super, toll. Oder auch klassisch, wenn in großen Unternehmen, wo man sagt, hier sind den Move, kriegt die Position, kriegt für drei Monate oder was weiß ich, in der Tat oder wie auch immer. Genau. Beim Top-Management, ich stimme in Teilen zu. Es gibt auch welche, die sehr stolz sind und sagen, ich gönne mir das. Ja. Und es gibt auch welche, die zelebrieren das und leben das vor. Also ich hatte schon alles Mögliche von, dass der CEO da saß und sich von seinem Coach vor 20 Managern Feedback geben ließ, wo man schon sagt, okay, was ist denn das für eine Show? Ja, das ist also, wo dann schon wieder, also das auch schon wieder übertrieben wird. So. Und Coach mit dem Outplacement, das haben wir natürlich auch noch. Ja, klar. Ausstiegspaket, da hat es richtig Mode. Ja, aber ich glaube, das hat sich wirklich in den letzten Jahren nochmal enorm verändert. Also mein Vater hat früher mal gesagt, der Psychologie studiert als nötig. Also Coach ist defizitär. Ich gehe da jetzt aus bekannten Gründen nicht drauf ein. Ich glaub, dass ich als Ingenieur hat man ja eine gute Seite. Ja. Und das finde ich verändert. Ja, definitiv, keine Frage. Aber einfach gut auch machen. Was ich interessant finde, ist die Richtung von Business Coaching mehr links. Und die Executive Coaching mehr rechts in Richtung Consulting und Strategy. Ja. Das wage ich mal anzuzweifeln. Und es gibt interessanterweise auch im Verband durchaus eine Diskussion, wie weit das Coaching einfach empathisches Mitgehen und Fragen und Prozessorientierung oder wie weit ist es auch direktiv arbeiten und Empfehlungen geben, Ratschläge geben, Werkzeuge vermitteln und so weiter. Da würde ich eher sogar das Business Coaching weiter in die Mitte setzen. Und beim Executive Coaching weiß ich nicht genau, würde ich auch vermuten, dass der Projekt ein bisschen mehr in der Mitte auch wäre, sodass auch beides mit drin ist. Ja, also. Aber das ist sicher Ansichtssache. Das ist definitiv Ansichtssache. Ich kann viele Positionen nachvollziehen. Was ich da zum Ausdruck bringen wollte, ist, dass ich einen Unterschied wahrnehme auf der Ebene, wenn man da anfängt und fragt nur. Ja, also ich sage nicht, was ich weiß, sondern ich helfe jemandem beim Antwort selber herausfinden, dann kann es sein, dass man irgendwann mal einen richtig ärgerlichen Coach hat. Der sagt, so, jetzt ist aber gut, Sie waren selber schon in meinem Stuhl, wie würden Sie es machen? Auf geht's. Ja, da geht es um Experience. Ja. Also ich bin Betriebswirtin und finde das auch toll, dass Sie das einfach so einordnen. Damit kann ich auch sehr gut arbeiten. Und ich hätte gleich die Frage aus dem Perspekt.
Sind das Marktanteile? Ist das Volumen? Also was bedeuten die Größe der Kreise und wie entwickeln die sich? Ja, also Marktanteile, so für relative Verteilung ohne... Ja, ja. Umsatzvolumen, was weiß ich. Ja, also, so, ja, also Umsatzvolumina, das sind also... Die Tageserzüge wäre eher auf der Y-Achse und die Größe des Kreises eher so, wo ist sozusagen das meiste, wo spielt die meiste Musik. So, das ist das wäre die Aussage. Und haben Sie eine Zukunftsperspektive? Also kommt, eine, Schau, eine Seite. Ja, eine Frage ja. Habe ich noch. Jetzt geht es ja hier sehr stark im Konzernbereich, wie Sie gesagt, im Top-Management und da auch die Strukturen. Wie haben Sie das auch untersucht, was den Mittelstand angeht? Durch. Arbeit im Mittelstand. Mhm. Also aber der ist jetzt hier nicht abgebildet explizit, oder ist da die Rangfolge sozusagen auch genauso da zu finden? Weil was ich interessant finde, ich beschäftige mich im Moment damit, weil Sie gerade gesagt haben, dieses Sparring-Thema zum Beispiel, das finde ich jetzt im Mittelstand extrem, also bei die mit Coaching, ich habe das mal eine Zeit lang probiert, das funktioniert überhaupt nicht. Mhm. Also die lehnen das auch ab, die verstehen das auch nicht, die wollen das auch nicht verstehen. Aber sobald man damit mit dem Wording ins Sparring kommt, mhm. oder was zu begleiten, auch nicht Beratung, weil das ist ja teuer, mhm. aber wenn man was begleitet aus der Erfahrung heraus, das sind die sofort Feuer und Flamme, das ist ein Riesenmarkt im Moment, mhm. der sich da entwickelt und auch von Verbänden, leider von BBVC nicht so extrem, aber es gibt ja auch da Mittelstandsgruppe, ja, davon, aber es gibt also ich würde so ein bisschen die These aufstellen, dass das ist so ein bisschen dieses Feld halt nur in einer anderen Preiskategorie, halt in einer Mittelstandspreiskategorie. Aber wenn man das sich anschaut, Vorstand und mittelständischer Eigentümer oder Alleingeschäftsführer oder ne, auch kleinere AG, also klein ist ja immer noch große AGs, die man da hat, dann finde ich, ist das doch dort. Und mittlerweile, ich weiß nicht, was die Erfahrung ist bei Ihnen, aber da wird mittlerweile auch Geld in die Hand genommen. Ja, definitiv. Nur halt vom Wording her, da muss man vorsichtig sein. Auch wenn in Sprachgebrauch das die HR-Leute hören wollen, also was, wie man sich da aufstellt und verkauft auch. Ja. Also wenn Sie das gesagt haben, auch gerade in den Pools, da gibt es ja gewisse Wordings, Assessment, die man mitmachen muss und da auch mitspielen muss. Das kommt da gar nicht rein, ist meine Erfahrung. Und eben was im Mittelstand in dem Fall, wenn man sich so normal dann verkauft, eben da nicht geht. Das ist meine Erfahrung. Mhm, genau. Da oben läuft auch sehr viel über Erfahrung. Ja. Erfahrungsaustausch ja. der Geschäftsführer und Vorstände. Genau. Dass man auch schon auf der Ebene war. Also diese so, Boards also da oben ja. haben wir im Mittelmanagement haben wir eine ganz klare Poolbildung. Dort wird selektiert, dort wird abgeprüft, dort wird noch Assessment gemacht und oben zählt die Legende. Was hat der schon mal gemacht? Genau, genau. Ja. Und ich bin völlig bei Ihnen, also ich würde die These aufstellen, man muss sich als Coach im Firmenkontext dreimal verkaufen. Also einmal muss HR glauben, dass man kompetent ist, dann muss man es dem Einkauf gegenüber verkaufen und dann muss man noch gegenüber der Führungskraft glaubhaft machen, dass man die richtigen Fragen stellen kann oder die richtige Qualifikation bekommt. Ja. Was auch was eine Beobachtung ist, die wir machen, wo Coaching basiert ja, so wie wir es gelernt haben, auf dem Grundsatz der Freiwilligkeit. Und was wir bemerken, ist, dass dieser Grundsatz der Freiwilligkeit im Unternehmenskontext nicht unbedingt das allein Seligmachende ist, sondern dass genau das Umgekehrte, dass eine ganze Ebene oder eine Kohorte sozusagen Coaching verordnet kriegt, das Freimachende an der Stelle ist. Ne? Also schlimmstenfalls sitzt man mit dem Coach die Zeit ab. Aber wenn man eh schon mal dabei ist, kann man ja auch genauso gut über seine Probleme reden. Und man hat nicht dieses Stigma, der braucht einen Coach. Also das ist auch, ich weiß nicht, wie das Ihnen geht, aber das ist eine Beobachtung, die wir an der Stelle machen. Das ist die Freundlichkeit, um die Tantierung zu sichern. Genau. Ja, ich habe es ganz hart schon erfahren, keine weitere Beförderung mehr, wenn Sie kein persönliches Coaching akzeptieren. Und wir merken zum Beispiel Volkswagen und wir merken zum Beispiel auch, dass amerikanische Firmen, ich spreche jetzt mal John Deere an, ganz klar ihren Zulieferern auferlegen, alle Ansprechpartner müssen gecoacht werden. Sonst habt ihr ein Problem, bei uns Zulieferer zu sein. So, das auch kommt aus Amerika. Besondere Form der Personalentwicklung. Ja, ja, entlang der Value Chain, ne? In die nächste Wertschöpfungskette hinein. Okay. Gut. Mir ist aufgefallen, wenn man sich mit, also in der Vergangenheit orientiert und guckt, was sind so Denkschulen der Psychotherapie, dann gibt es welche, die haben einen höheren Deutungsanspruch als andere. Und jetzt, wie kann man das vergleichen? Also wie vergleicht man Tiefenpsychologie oder Psychoanalyse mit
mit Transaktionsanalyse hat. Beides ist Wort Analyse innen drin, ja, aber man kann es nicht wirklich vergleichen, weil der sozusagen der Scope, der Inhalt, die Deutungsgewalt eine ganz andere ist. Und um das irgendwie vergleichbar zu machen, habe ich ein Modell entwickelt, einfach einmal das Thema Wissenschaftlichkeit und Anspruch, wie ist das zu verorten, dann Weltanschauung, Menschenbild und Haltung, ist das da drin enthalten oder eher nicht? Persönlichkeitsmodell, also gibt es ein Modell, das die Persönlichkeit beschreibt? Kommunikationsmodell, Verhaltensmodell, ist es ganzheitlich ausgerichtet, also Sie sagten Kunst, aber ist es sinnliche Aspekte drin, sind körperliche Aspekte drin? Und schlussendlich, was ist Setting und was sind Interventionen? Ja, also das ist so die Idee. Und daraufhin habe ich diese verschiedenen Denkschulen verglichen und ich werde sie jetzt nicht durch 20 Denkschulen führen, versprochen. Aber das war so eine Krücke, um da irgendwie eine Aussage möglich zu machen, um das zu erschließen. Und jetzt kommen wir zu dem Thema eklektischer Kern. Die Aussage, Coaches sind Pragmatiker und nehmen das, was funktioniert. Und das, was funktioniert, kann man in drei wesentliche Segmente letztlich unterteilen. Da ist einmal drin, so ein, wie schaue ich auf die Welt und was ist mein Menschenbild? Ja, aus welcher Ecke komme ich da an der Stelle? Habe ich das? Was ist das Thema Haltung und Professionalität? Wo komme ich daher? Ja, das ist eine Identifikation. Und dann letztendlich Modelle und Interventionen. Also der Markt ist ja voll von Büchern, Coaching-Tools, 1 bis N und Interventionen hoch und runter. Und das zusammen ist letztlich ein Element von diesem eklektischen Kern. Und den gibt es jetzt nicht in verschiedenen distinkten Denkschulen, sondern den gibt es irgendwie in Geschmacksrichtungen. Und diese Geschmacksrichtungen, das ist so, da kann man natürlich auch jetzt wieder, wie schneidet man, wie benennt man es? Also einmal so dieses humanistisch-philosophisch, einmal systemisch-konstruktivistisch, das man aber genauso gut als Untermenge von humanistisch verstehen kann. Das Thema psychodynamisch, einfach nur der Vollständigkeit halber. Und, weil es dann eben 4 waren und nicht 5, kognitiv und NLP zusammen. So, da kann man auch gut drüber streiten. Interessanterweise ist kognitive Verhaltenstherapie, wenn man sich das anschaut, ich bin ja von Interventionen ausgegangen, also ich habe einen fiktiven Pool an Interventionen gebildet, was man so in der Ausbildung lernt, und habe geschaut, wo kommt das Ganze her. Und da merkt man eigentlich, dass KVT im Wesentlichen nicht vertreten ist. Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber es gibt doch Ansätze, ja, aber die sind dann eben nicht so verbreitet. Und ja, also erstmal bis hierhin ist es so, also da muss ich jetzt Widerstand regeln, Sie können das nicht annehmen. Ja, auf geht's. Also NLP mit Systemkonstruktivismus und Psychodynamik und humanistischen Ansätzen in einen Topf zu werfen, finde ich ziemlich anmaßend. Also da sträubt sich bei mir wirklich, es ist eine gewisse Ausrichtung der kognitiven, psychologischen Denkschule, aber ich finde es von der Gewichtung noch hart, das in einen Topf zu schmeißen. Ja, also, Dr. Lau würde den Begriff Management Esoterik jetzt vielleicht in den Raum stellen. Also, ja, das nehme ich zur Kenntnis. Widerspricht mir dermaßen, ja. Diese, also ich meine, das ist ja nichts Neues, die Welt der Psychologie so aufzuteilen und diese Kategorien einzeln vorher, ne? dass man, das sind die Konstrukte, mit denen man Dinge vergleichen kann. Aber NLP ist doch wirklich, also 7 Stufen später irgendwo entstanden. Interessanterweise zeitlich ja nicht. Ja, aber von den Einflüssen, die da sind, ja, glaube ich, ist es schon. Also ich spüre so unter den Zeilen auch so ein Stück weit Abneigung und die kann ich persönlich sehr nachvollziehen. Ich habe mich versucht, einigermaßen wertfrei dem Thema zu nähern und ich habe mir angeschaut, wo ist sozusagen was verbreitet oder wo kommt so was her, was ist die Speerspitze. Und es gibt tatsächlich Länder, in denen ist NLP die Speerspitze des Coachings gewesen und die würden das ganz anders beschreiben. Natürlich ist NLP eine sozusagen eine Reader's Digest Version von deutscher Literatur. Ja? Und da ist viel auf der Strecke geblieben, Werte, Menschenbild und all das. Genau, das ist nämlich das, genau das ist da auf der Strecke geblieben, worüber sich alle anderen Schulen schon stärker Gedanken machen. Ja, natürlich. Mir fehlt da was ganz anderes, da gibt es auch ganz andere Richtungen, dieses kognitive NLP, das gehört in eine der Schublädchen, die Sie da schon aufgemacht haben. Ach so, stopp, da ist ein Missverständnis. Kognitive Verhaltenstherapie. Kognitive Verhaltenstherapie. Da müssen Sie sich noch einen Schrägstrich vorstellen. Ja, das ist nicht. Ja, aber die gehören, das sind trotzdem, das sind
eigentlich, das sind komplizierte Modelle, die unter diese Haltungen gehören. Aber was mir da fehlt, ist eigentlich die Hirnforschung. Weil die hat jetzt ganz, ganz wichtige Elemente reingebracht, dass man in den letzten 10 Jahren bewiesen hat, wie Lernen stattfindet, was man vorher nicht wusste. Die ganzen Annahmen, die ganzen Denkrichtungen vorher, die sind ja immer von Annahmen ausgegangen und haben sich gestritten, wer nimmt denn was an und wer hat recht. Aber im Grunde genommen hat die Hirnforschung jetzt einen Schub nach vorne gegeben, indem sie ganz eindeutig nachgewiesen hat, wie Lernen stattfindet. Deswegen finde ich das eine ganz wichtige Basis jetzt in der NLP ist für mich so ein Unterkapitel von einem der großen Begriffe. Das sind ja die 100 oder 120 Jahre alt zum Teil, und das ist sehr jung noch. Ne? Aber ich verstehe das Modell anders. Also, ich habe Sie jetzt so verstanden, dass Sie sagen, wenn man mal den Arbeitsalltag eines Coaches ansieht, woraus rekrutiert er seine Tools oder seine Vorgehensweisen, dann sind das diese Quellen. Das ist jetzt nicht sozusagen wie das erste Bild, wo Sie gesagt haben, was gibt es alles überhaupt für ein denkbares Universum, sondern das ist sozusagen die Pragmatik des Alltags. Ja, und das muss ich einschränken. Und das ist in Richtung Wurzeln gedacht. Ja? Das ist nicht der Anspruch, ich mache jetzt alles auf und ich gucke mir alles an, sondern das ist in Richtung Wurzeln gedacht. Also wenn ich mir Interventionen anschaue, die sozusagen in die Vergangenheit gehen, aus welcher Denkschule sind die verortet. Ja. Das Thema Hirnforschung ist da nicht drin, weil es ist zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht regulär gewesen. Ja, und auch die Aktionsforschung ist neu. Das sind aber die beiden wichtigen Strömungen, die man jetzt eigentlich mit hinzunehmen müsste. Genau. Wenn man sagt, wenn wir heute googeln, wie stellen wir uns auf, dann müssen wir die Hirnforschung und die Aktionsforschung mit rein. Aber wenn man heute fragt, wie viele Coaches arbeiten mit, also richtig real, mit Tools, mit Hirnforschungselementen, gibt es viele wahrscheinlich, ja. Aber es gibt auch viele, die es nicht tun. Also insofern könnte ich das... Ja, also wenn ich das ein bisschen versachlichen, also ich mag diese angeregte Diskussion, mir ging es wirklich darum, einigermaßen ingenieursmäßig daran zu gehen. Das wäre aber jetzt hier in Forschung, würde ich erlauben. Ja, das ist aber schon heute. Da hast du den naturwissenschaftlichen Anteil. Aber aus dem naturwissenschaftlichen Anteil hat ja die, ich würde jetzt das Denken schon jetzt gerade mal wieder verlassen, weil die Psychotherapieforschung von Klaus Grabe hat gezeigt, dass, ich mache das mal so, meine Finger sind verschiedene Therapieschulen. Und hier oben, die Knöchel, das sind die Anfänger, und hier unten, das sind die 20 Jahre alten Hasen. Und dann hat sich gezeigt, dass die hier alle ähnlicher arbeiten als die hier jeweils. Ja? Und dass die quasi das Erfahrungswissen über verschiedene Schulen letztendlich die Unterschiede wieder aufhebt, weil sich herauskristallisiert, was wirkt denn eigentlich, was ist der Veränderungsmotor. Und dann kann man sagen, ja okay, was lernen die Alten von den Jungen und so weiter, aber würde sagen, das ist sinnvoll, das so zu clustern, wie auch immer, da gibt es Widersprüche, klar, aber irgendwann dann auch wieder darüber hinaus zu gehen und zu wissen, das ist nicht das Wesentliche. Herr Brückmann hat die Folie nicht gesehen, nee, ehrlich war. Genau, darum geht es. Sekunde, ich überschwimme mal eben. Das ist genau das. Ja? Also verschiedene Denkschulen, die sich abgegrenzt haben voneinander und dann im Laufe der Zeit sich verästeln, Parallelen, Überlappungen entwickeln und dann letztendlich, also diese Differenzierung ausprägen, einzelne Äste sterben ab, sind nicht pragmatisch, funktionieren nicht und das letztlich den eklektischen Kern bildet. Da ist dann diese Vermischung drin. Deswegen meine Aussage ist ja, es gibt nicht das Coaching verschiedener Denkschulen, sondern es gibt eine viel größere Überlappung, als es eine Unterteilung gibt. Und wenn man überhaupt von etwas sprechen kann, dann kann man von Geschmacksrichtungen sprechen. Und häufig, also dadurch, dass es auch Verbände gibt, die ein einheitliches Menschenbild propagieren, rückt das immer mehr zusammen und je nachdem, aus welcher Schule ich sozusagen komme und wie ich sozusagen selber auch gestrickt bin, entwickle ich die eine oder andere Fähigkeit. Was ich auch noch zu bedenken gebe, da sind internationale Einflüsse mit eingeflossen. Ne? Also hier ist auch sehr stark beispielsweise Center for Creative Leadership, das INSEAD, IGLC, dann arbeite ich noch beim Weltwirtschaftsforum, also solche Einflüsse, die dort gearbeitet werden, sind dort auch drin. Das ist jetzt nicht nur der deutsche Markt. Hat es nicht automatisch auch was mit Konkurrenz, Aufmerksamkeitslenkung zu tun und letzten Endes auch Entwicklung in Umfeldern, die einfach noch nicht fertig sind? Also ich meine, warum sollte ich mich denn nach meinem Gründer richten, der im Zweifel schon tot ist,
aber mindestens sind wir den Markt bestimmt, also meine Aufmerksamkeit geht auch zu den anderen hin, was machen die denn? Mhm. Und dann ist es einfach, der eine Aspekt ist immer, machen wir auch. Ja. Und der zweite Aspekt ist, da haben wir eine Innovation. Also es ist sozusagen eine Angleichung, relativ wahrscheinlich. Und deswegen heißen ja viele ähnliche Dinge, haben die ja nur 20 verschiedene Namen. Mhm. Aber am Ende des Tages ist es irgendwie fast das Gleiche. Ja, und worauf es mir ankam, und das meine ich, wenn ich sage, ingenieursmäßig daran zu gehen, nicht emotional mit der einen oder anderen Schule verwoben zu sein, auch wenn ich da vielleicht eine Meinung zu habe. Ja? Und wenn man sich anschaut, die Geschichte, wie sich Psychotherapie, Denkschulen entwickelt haben, da waren ja, also dass es da nicht zu Körperlichkeiten kam, war ja noch alles. Ja? Also da waren ja wirkliche Antipathien und Glaubenskriege und das hatte mit Macht zu tun und all diese Themen. Da sind wir heute auf einem anderen Level, aber wir merken, dass diese... Also wenn ich jetzt ein paar NLPler hier im Raum tun würde, ja, das könnte, ja, das könnte sehr interessant werden. So, jetzt bin ich eins gesprungen, aber also das passt zu dem, was Sie sagen. Ne? Also das ist exakt die Untersuchung. Ich habe nochmal geguckt, also so, was sind so, wie, woran mache ich denn das fest? Ja, also woran kann man denken, woran kann man so ein Gefühl entwickeln, was ist eine Denkschule, wo kommt das Ganze her? Also diese verschiedenen die verschiedenen Chargen, die verschiedenen Strömungen. Hier ist natürlich, wenn ich sage, systemisches, zirkuläre Fragetechnik, das ist ja schon trivial, ja? Aber das ist sozusagen ein Merkmal, ja? Dass ich in einer anderen Haltung bin, dass ich in einer anderen Denkweise an das ganze Thema rangehe, dass ich es eben nicht isoliert sehe, wie beispielsweise an dem Performance Coaching in UK. Da sind systemische Ansätze in Neuland. Center for Creative Leadership, das es immerhin schon seit 1970 gibt, viel, viel früher als irgendeine Coaching-Initiative in Deutschland, entdeckt seit 4-5 Jahren Systemik und findet das total aufregend. Ja, da können wir wirklich nur ein bisschen irritiert sein. Ja? Glaubenssätze, Werte, das ganze Thema Ausprobieren, Encounter, sich ausprobieren in neuen Kontexten. Das Thema psychodynamisch, sehr stark arbeiten mit Bildern, innere Bilder, äußere Bilder, Reflective Space, Use Yourself as an Instrument, Intuitionsschulung, innerer Weiser. Jetzt kann man sagen, innerer Weiser geht es auch in humanistisch. Ja, stimmt, natürlich, klar. Aber die Frage ist, wo kommt es sozusagen her? Kognitiv, was merkt man davon? Sehr stark arbeiten mit psychometrischen Instrumenten. Also bei CCL macht das immer Reinkultur. Also kognitiv in den Ursprüngen, kognitiv behavioristisch sehr stark in den USA verortet, von der, sagen wir mal, theoretischen Fundierung, nicht unbedingt sehr im Ausleben. Und da kommt also sehr stark dieser Glaube auch her, man kann alles messen und man muss auch alles messbar machen, um drüber reden zu können. Also so dieser Ansatz. Und letztlich NLP, da würde ich mal sagen, etwas, was einigermaßen originär auf NLP zurückzuführen ist, ist sozusagen das Professionalisieren der Arbeit mit Ankern. Das kommt nicht ursprünglich daher, aber das ist dort sozusagen weitergetrieben worden auf eine andere Ebene. Die logischen Ebenen ist eine Entwicklung, die kommt aus dem NLP, die ist nicht kopiert von irgendwas anderem. Und gewisse Denkmodelle und Interventionen gibt es woanders schon, sind aber dort, wie soll ich sagen, aus genuiner Weisheit in nachvollziehbare Modelle gegossen worden. Das ist im Wesentlichen der Mehrwert, das Modellieren. Ich sehe Herrn Brückmann auf die Uhr schauen. Der ist übrigens Brückmann. Entschuldigung. Macht nichts, Holländisch. Gut. Erkläre ich schon seit 54 Jahren. Ja, so wie mein Name auch gerne falsch geschrieben wird. vielleicht noch das und dann machen wir eine kurze Pause. Ja. Ja. Wo kann man das jetzt so, wo kann man was in Reinkultur spüren? Und bitte auch hier wieder, das ist nicht vollständig, kann nicht vollständig sein. Systemisch-konstruktivistisch, mit wem hatte ich gesprochen? Also Wieslerer Schule, Heidelberger Schule, klar, das kommt daher, unter anderem natürlich. Humanistisch Schulz von Thun als Beispiel. Psychodynamisch, da muss man in Deutschland, kann man nur über die ESMT gehen, aber eigentlich INSEAD und Tavistock. Kognitiv finde ich in Europa am meisten verbreitet im Center for Creative Leadership. Und NLP, Metaforum als älteste Institution. Aber ich sehe, Peter, was meinst du? Du, ja, gut. Also, ich habe da nichts zuzufügen. Gut. So, bis hierhin würde ich mal sagen, ist so ein bisschen Input-Teil. Und was ich gerne mit Ihnen nach der Pause mit dem kurzen Umtrunk ein bisschen machen möchte, ist
so Sie einladen in eine Reflexion von, was ist denn Ihr eigener eklektischer Kern? Ja? Wo arbeiten Sie und welche Felder haben Sie gut beackert und welche Felder könnten Sie vielleicht noch beackern? Wo gibt es was zu holen? Wo gibt es vielleicht eine Entwicklungsrichtung für Sie selbst? Aber das machen wir dann nach der Pause. Also gehen erst das Futter jetzt und kommen wieder her. Genau. Ja? Ja, also dann. Bis gleich. Vielen Dank.